Ja, schönen guten Morgen. Geht los, Montagmorgen. Ich habe so ein schönes neues Wort gefunden, das heißt Gesellschaftsbetriebssystem. Das ist schon für Twitter ziemlich lang, also weil sie dann gar nichts mehr anderes ausdrücken können. Das ist mehr spontan entstanden. Ich sollte letztes Jahr eine Rede zur Republika halten in Berlin, also wo die ganzen Blogger sind. Und da habe ich mehr über die ganze Blogosphäre geredet und habe Gesellschaftsbetriebssystem genommen. Das fanden alle das Wort ein bisschen doof, so ein bisschen spröd oder fremd. Also in gewissen Szenen ist das jetzt schon so normal ein Wort geworden, so nach einem Jahr, weil es irgendwo zeigt, wo das Internet hin soll. Das will ich ein bisschen erklären, dass das auch eine gesellschaftsumspannende Funktion hat. Und nicht nur einfach, das ist nicht einfach so ein Marketingwort, und das meine ich schon relativ ernst, wie das gemeint ist. Ich will ein paar, ja, weiß nicht, ist gesagt worden, philosophische Sachen zur Zukunft sagen. Im Grunde mache ich mir immer schon die ganze Zeit Gedanken über die Zukunft. Ich war ja Chief Technology Officer bei der IBM, bin jetzt pensioniert mit 60 und mache jetzt konsequent mit der Weltverbesserung weiter, also auch in Themen, wo ich jetzt nicht so nah an der Firma dran war, wo ich mich dann so hätte austoben dürfen, möchte gerne im Bildungsbereich weiterarbeiten, mache mir Gedanken zur Arbeitswelt und über all diese Dinge möchte ich einfach mal einen Ausblick geben. Wenn Ihnen das ein bisschen komisch vorkommt, was ich so sage, oder denn das ist so zu seltsam. Damit lebe ich jetzt schon viele Jahre. Also ich hab so 10, 15 Bücher geschrieben. Ich weiß nicht genau, wie viele. Da steht das alles drin. Also Sie können meinen Track Record durchgucken. Also ich habe jetzt immer seltsame Voraussagen gegeben. Die kommen ungefähr so in 3, 4 Jahren. Aber das glaubt keiner. Also ich habe zum Beispiel mal fast eine rote Karte gekriegt von der Firma. Ich habe ein Buch geschrieben, Supramanie 2001, über die befohlene Sucht, immer der Beste zu sein. Da steht drin, dass wir demnächst alle in Burnout versinken und kaputt gehen. Und da haben sie gesagt, ja, bist du denn dagegen, dass man ein bisschen mehr Leistung ist und dass diese Minderleister da ein bisschen rausgeschoben werden? Oder wir müssen uns einfach anstrengen, den Gürtel enger schnallen. Und dann sage ich, nee, wenn man alle aufhetzt, so wie in der Bundesliga und quasi nach zweimal verloren schmeißt man den Trainer raus, wie bei Hertha BSC. Neu und dann wieder raus. Und wenn wir das in der Arbeitswelt unter uns haben, wenn das so kommt, dann gibt es dramatische Verwerfungen. Demnächst sind wir alle krank. Und sagen Sie, willst du kündigen oder was willst du? Oder soll das eine Aussage über die Firma sein? Sage ich, nein, es ist eine philosophische Aussage über die Welt. Hat gar nichts mit einer Firma zu tun. Und dann sagen Sie, willst du doch was über die Firma sagen? Sage ich, nein, es ist ein Philosophiebuch. Glaubt aber keiner. Und jetzt sind sie alle schon so halb so an der Grippegrenze, so schwach am Burnout und sagen, die Welt ist hart. Und vor 5 Jahren hat ein Chef mal zu mir gesagt, wissen Sie, das hält man aus so für 1, 2 Jahre, weil das eine Ausnahmesituation ist. Das Problem ist, ich sehe nicht, dass es irgendwie aufhört. Und wir müssen uns jetzt mit diesen ganzen Folgerungen auseinandersetzen. Das hat natürlich auch was mit dem Internet zu tun, weil die ganze Arbeit nach Indien geht. Sie kennen das Buch vielleicht, The World is Flat. Muss man nicht viel mehr als den Titel verstehen. Ganz dickes Buch. Das kommt aber alles. Verstehen Sie, das nimmt man so als modische Neuerscheinung, aber die Arbeitswelt ändert sich gerade so. Ich möchte was, ich fange mal mit meinem Vortrag an. Jetzt gucken wir mal. Ich habe noch nicht mal eine DE-Adresse, sehen Sie, ich habe wohl omnisophie.com. Ich habe erst mal versucht, dück.de zu kaufen, das ging nicht. Da gab es schon einen Künstler, der das hat. Und dann habe ich nach meinem Hauptwerk, nach meinem gefühlten Hauptwerk Omnisophie, wie philosophische Antwort auf alle Fragen, habe ich die Webseite genommen und DE war schon verkauft. Das hat mich erstaunt. Da sind nur Leute, die spekulieren damit. Also wenn ich ein Buch schreibe, ist der Buchtitel.de irgendwie weg. Nun soll ich das wohl zurücksteigern oder ich weiß nicht, wie das gedacht ist. Also deswegen komme ich dann
seltsamen Internetdomains. Gut, jetzt gibt es wieder dück.eu. Da hatte ich mich drin beworben, dann bin ich aber nicht zum Zuge gekommen. Ich habe mich wirklich ein Jahr vorher beworben, also am ersten Tag, aber ich war nicht der Erste. Und die kann ich jetzt für $100 kaufen. Ich weiß gar nicht, wie man das macht, aber man kann sie kaufen. Jetzt haben sich alle an omnisophie.com gewöhnt. Internet. Internet hat viele, viele verschiedene Implikationen, sowas wie, wir brauchen einfach mal technisch als Lebensader sowas wie Glasfaserkabel überall. Das ist sehr zögerlich, die Regierung will das nicht. Also es wird dauernd gepredigt, dass wir in Deutschland das deutsche Wirtschaftswunder wahrscheinlich der Entscheidung zu verdanken haben, dass man damals Autobahnen überall hingebaut hat. Und diese Infrastruktur der Autobahnen hat es möglich gemacht, dass das ganze Land besser zusammenwächst, dass es Logistik gibt, ganze neue Industrieregionen erschienen. Sie sehen das an so unbekannten Städten wie Siegburg, das ist so ein Dorf bei Bonn. Die haben das irgendwie rausgehandelt, dass auf der Schnellstrecke Mannheim nach Köln ICE-Bahnhof da ist. Und jetzt wird Siegburg immer größer. Irgendwann wird das größer als Bonn, weil da ein ICE-Bahnhof ist und in Bonn keiner mehr. Und die fahren jetzt alle, die Kölner wohnen dann alle in Siegburg und fahren 20 Minuten dann rüber nach Köln zur Arbeit und dann entstehen ganz neue Städte. Das könnte man, diese ganze Überlegung ja mit dem Internet auch machen, also indem man einfach gutes Internet überall als Versorgung da hat. Also dass das irgendwie for free auch in diesem Raum ja wäre, dass man nicht zur Rezeption gehen muss, dass das so ein gewisses Lebensrecht ist. Ja? Ich meine, ich muss im Hotel ja eigentlich auch nicht bezahlen, 1 Euro pro Toilettenbenutzung. Warum muss ich das pro Megabyte bezahlen? Keine Ahnung. Also das gehört im Augenblick zum Leben dazu. Man müsste das irgendwie besser ins Leben integrieren. Das geschieht nicht. Strukturell kann man sagen, wir müssen den Staat ein bisschen umorganisieren. Habe ich gleich eine Folie dazu. Die Dienstleistungen organisieren sich radikal um. Da gibt es jetzt ein aktuelles Beispiel von meiner Firma IBM, aktuell, also praktisch, das kann ich ein bisschen, ich will das nicht so richtig kommentieren, weil es die Firma auch nicht kommentiert. Ich weiß auch nicht mehr, als was in der Zeitung steht, aber dann denken Sie, ich würde wieder Geheimnisse ausplaudern, was nicht stimmt. Ich weiß auch nicht mehr, als in der Zeitung steht, ich kann es aber kommentieren. Die Berufe werden sich ändern, da will ich ein paar Bemerkungen dazu machen. Und wir müssen wahrscheinlich irgendwie auch das Menschenbild ein bisschen gerade rücken. Also ich bin ein bisschen bestürzt, dass immer noch in den Schulnoten oben bei den Verhaltensnoten drüber steht, Verhalten, Doppelpunkt, Fleiß, Mitarbeit, Ordnung und noch irgendwas. Also sowas, dass man gehorchen soll. Und in der neuen Arbeitswelt ist man ja sowas wie ein Professional und soll irgendwie Projekte leiten, managen, Manager sein, Führungsaufgaben übernehmen und so weiter und so weiter. Und mit Fleiß, Ordnung und Mitarbeit und sowas kommt man dann nicht so richtig weiter. Das ist schon okay, aber das drückt eine gewisse Aussage aus, dass wir so ein klassischer, guter deutscher Staatsbürger und eine Art Diener sein sollen und dem Chef gehorchen. Und richtig gute Mitarbeiter müssen heute das selber alles auch können. Und ich weiß nicht, wie man das aus den Deutschen rauskriegt, dass sie jetzt zukunftsvorfreudig losgehen und alles selber in die Hand nehmen, Unternehmer werden, sich selbstständig machen, wenn man sie doch immer nur auf Fleiß und Mitarbeit geprüft hat in der Schule. Und da muss man irgendwie auch mal ein anderes Verständnis von Menschen bekommen, denke ich. Okay. Geht das jetzt weiter? Genau. Das kennen Sie, können Sie einfach drüber browsen, da muss man nicht so viel Zeit verschwenden. Wir haben ja jetzt zu spät den Kongress angefangen. Sie können ja mal im ICE fahren. Also ich kenne jetzt praktisch so jeden Holperstein in Deutschland, weil ich ziemlich viel ICE fahre, wann man überhaupt E-Mails machen kann oder nicht. Also es gibt ein bisschen Relief. In manchen Zügen ist ein T-Spot, also von der Telekom, das geht ganz gut. Wenn leider die alten Züge kommen, dann haben sie einfach Pech. Also so von Mannheim nach München nur Pech. Also Ulm-Lindau-Katastrophe. Also
völlige Diaspora. Da gibt es gar kein Internet. Verstehen Sie, da können Sie als Domainbetreiber gar nichts machen. Da hilft keine Domain, da ist einfach nichts. Da ziehen auch langsam die ersten Firmen aus manchen Städten, weil sie überhaupt kein Internet kriegen so richtig. Also kenne ich. Ja, die Grundstückspreise verfallen auch schon. Also das ist kein isoliertes Phänomen. Also neben Heidelberg, wo ich wohne 5 Kilometer vom Schloss entfernt, so Luftlinie, aber durch den Wald. Und da auf der anderen Seite ist nichts. Kann nicht mal richtig Handyempfang machen. Es gibt eine Stelle im Garten. Also wenn Sie bei mir zu Hause mit dem Handy anrufen, gibt es eine Stelle im Garten, wo das funktioniert. Ja, dann muss ich immer rausgehen jetzt bei dem Frost und sagen, oder bitte ruf mich auf dem Festnetz an, stehe ich da im Schlafanzug noch und so. Das ist Heidelberg. Das ist wirklich 5 Kilometer vom Schloss oder 7 Kilometer von der Elite-Universität entfernt, ja. Und da verfallen natürlich die Grundstücke, weil die Professoren ja auch lieber von zu Hause aus arbeiten wollen, aber nicht können und so weiter. Das kennen Sie alles. Meine Forderung ist schon lange, wir brauchen so eine Art Leberplan. Wenn Sie so alt sind und das sich noch erinnern, von 62, er hat gesagt, in 15 Kilometer sind wir auf der Autobahn. Punkt. Also wo immer Sie wohnen in Deutschland, in 15 Kilometer sind wir auf der Autobahn. Wir brauchen irgendwie noch einen neuen Leberplan, der sagt einfach, jeder kriegt 1 Gigabit fertig. Am besten 10-mal mehr, als man braucht. Es gibt viele medizinische Dinge, die ganze medizinische Branche hätte gerne mal so ein richtiges Internet, damit man ordentlich arbeiten kann. Also ich gebe ein Beispiel, was wir bei IBM gerne gehabt hätten, was irgendwo an Interessenkonflikten scheitert. Sie gehen zum Arzt, haben irgendwelche Diabetes, müssen Sie da mal hingehen, werden neu eingestellt, der macht so eine Glaskugel, hat er da und probiert an Ihnen rum, weil Sie eine unklare Version dieser Krankheit haben. Viel besser wäre das, also Sie kriegen dann irgendwie so Messinstrumente, die müssen Sie auf Diskette ziehen und von der Diskette auf irgendeinen Computer, dann auf Apple-Version oder irgendwie per E-Mail dahin, dann druckt die Sprechstundenhilfe das aus und nach 14 Tagen sagt er, mach ein bisschen mehr. Und das kann man einfach so durchs Internet lösen, indem man einfach ihre Blutwerte einfach ins Data Warehouse nach Indien von IBM schickt. In Indien werden alle Diabeteswerte aller Menschen auf der Erde gesammelt, fertig. Sind da? Und dann guckt der Computer nach, welche Version Sie haben von der Krankheit und findet 10.000, die genau die gleiche Version haben wie Sie. Und dann werden die statistisch untersucht und dann macht der Computer Ihnen die Einstellung, also ohne Arzt, ohne Krankenhaus und ohne bitte keinen Menschen da drin, und macht Ihnen einfach so das automatisch. Und das ist viel billiger, viel besser, kostet nichts. Wäre das ein Vorschlag? Das geht nicht so richtig, wenn ich im Wald Hilsbach muss ich dann an den Walnussbaum gehen und sagen, ich möchte eingestellt werden, weil mein Handy ja nicht funktioniert an der Stelle. Und wenn, verstehen Sie, wenn man ernsthafte Krankheiten hat in meinem Dorf, stirbt man einfach unter Umständen. Pech, oder? Da werden unter Umständen, ich kann lange darüber reden, dass ganze Industriezweige verhindert werden, dass wir das nicht haben. Ja, und das wird jetzt irgendwie noch dramatischer. Ich habe einen Stilbruch begangen irgendwie. Glaube ich, jetzt kommt ein anderes. Ich wollte Sunrise einfach auf die Folie bringen. Andere Farbe in die Folien gebracht. Was wir demnächst haben, das müsste Sie jetzt bei den Domains interessieren. Wir werden wahrscheinlich ein dramatisch aufgeblasenes Internet kriegen, in Bereichen, wo man heute noch nicht so ran denkt. Also jetzt Medizin habe ich jetzt ein Beispiel genommen. Man kann zum Beispiel die ganze Staatsverwaltung neu machen. Also da will die Regierung nicht so richtig dran. Also das ist sehr touchy. Also ich habe immer so Arbeitsprozesse mal beim Ministerium so zur Sprache gebracht, was man da vielleicht besser machen könnte. Also das Abstruseste, was ich so kenne, ist, dass ein Kind sich rückmeldet beim Studium. Haben Sie das schon mal mitgemacht? Da kriegt man so einen Abreißzettel so, oder einen ganzen Block von Immatrikulationsbescheinigungen. Muss ich einen zu schicken zu meiner Krankenversicherung, zu meinem Arbeitgeber,
zum Arbeitgeber meiner Frau, die ist beim Staat, dann muss das irgendwie, dass der Kinderzuschlag noch kommt, dann muss es zur Familienkasse, dass das Kindergeld weitergezahlt wird zu seiner Krankenversicherung, dann braucht er ein Semesterticket, dass das billiger wird mit der Straßenbahn, dann braucht er einen Parkplatz unter Umständen an der Uni, da muss er auch immatrikuliert. Das heißt, nur Johannes ist noch immatrikuliert, macht irgendwie für 2000 Euro Arbeit irgendwo. Das ist unglaublich. Und alle Ämter schicken sich das immer zu her, Johannes ist noch da. Das wussten sie eigentlich vorher auch schon, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Aber das wird gnadenlos durchgeführt. Und diese ganze, verstehen Sie, was da alles im Internet rumschweren könnte, das kann man alles automatisch machen und im Grunde die ganze Staatsverwaltung nochmal neu bauen. Das Ganze könnte man für Autos machen. Da sind auch in Ihrem Auto vielleicht 200-300 Elektromotoren drin, die nichts voneinander wissen, mit verschiedenen Normen arbeiten, nur mühsam zusammengestöpselt sind und so weiter. Das will keiner machen. Warum macht man nicht Android? Verstehen Sie, irgendwie die Autofirmen weigern sich, da irgendwie mal so ein vernünftiges Betriebssystem für Autos zu machen. Irgendwann macht's Google. Und dann sind sie beleidigt und sagen, dass sie jetzt nur noch Teilezulieferer geworden sind für Google. Und Google ist amerikanisch und müssen wir uns das antun und so weiter. Und dann sage ich, können wir nicht gleich anfangen? Ich habe wirklich eine Taskforce bei IBM von 1998 gehabt. Ich möchte ein kleines Loch über dem Autoradioloch haben, so einen ganz kleinen Schacht. Und dahinter ist so ein USB-Anschluss oder irgendwas, also dass wir uns einigen, wo das genau ist. Und dann kann man da einen Computer reinschieben. Ja, jetzt wird das zwangsweise von Apple übernommen, dass man irgendwo so einen Knopf hat, wo dann das iPhone reinkommt. Also, ja, Originalton. Ich kaufe den Porsche, sagt mein Sohn. Als fiktives Beispiel. Ich kaufe den Porsche, aber er muss vom iPhone dirigierbar sein. Und sagt Porsche, das geht nicht. Und sagt er, okay, dann kaufe ich mir einen Corsa, da geht es. Was ich sagen... Was ich sagen will, bei den Kids ist irgendwie, verstehen Sie, da ist die digitale Zugehörigkeit viel wichtiger als dieses blöde Auto irgendwo. Das ist anders als bei uns früher. Und da ändern sich halt viele Dinge und da tut keiner was. Ja, man braucht Verkehrsbetriebe, können Sie einfach gucken, unendlich viele Betriebssysteme. Keiner entscheidet sich wirklich da dran zu gehen, das machen die Leute nicht. Also man könnte jetzt sagen, irgendwie könnte jetzt eine RWE oder eine E.ON mal so ein Hausbetriebssystem machen. Das möchten sie nicht gerne, weil ich dann den Stromverlauf irgendwo sehen kann im Haus. Und dann werde ich natürlich die Heizung auf- und runterschalten und mein Handy dirigieren und so weiter. Und dann wird natürlich der Umsatz irgendwie kleiner, weil ich viel Energie spare und so weiter. Dann gibt es andere Dinge. RWE möchte nur den Strom drin haben, dann möchte ich natürlich auch das Heizöl messen unten im Keller, das muss dazu und den Wasserverbrauch und dann möchte ich gern, dass die Hausklingel angeschlossen ist. Also wenn jetzt mein Handy klingelt, guckt, das ist der Briefträger dran, den sehe ich über die Hauskamera und sagt, leg das Paket unter die Treppe. Bin heute Abend zu Hause. Und all diese Dinge müsste man mal zusammenschalten. Das passiert demnächst. Und so langsam werden wir das Internet der Dinge haben. Und dann kann ich eben jetzt auch, es gibt schon erste Anwendungen, dass ich das Bügeleisen in der Türkei noch ausschalten kann im Urlaub, dass ich keine Sorgen mehr habe und so weiter und so weiter. Also das gibt es demnächst alles schon. Also Sie können jeder im Raum sagen, weiß ich schon, habe ich schon gehört, gibt es schon. Das gibt es alles schon, überhaupt alles gibt es schon, aber nicht als Betriebssystem. Es muss einfach normal in einem normalen Handy drin sein. Also wenn das bei Samsung oder bei Apple drin ist, dann ist es irgendwie endgültig da, vorher noch nicht. Also dass es einzeln gibt, ist mir schon klar. Und dieses Internet der Dinge muss irgendwie jetzt langsam so vorangetrieben werden. Worüber ich dann dauernd jammere, ist, dass es Sunset, dass ich immerhin halt einen Widerstand bekomme von allen Leuten, die ihre Domains da beschützen, also ihre Industrien beschützen. Also es gibt immer so Widerstände, dass das überhaupt digital wird. Alle Leute schwören, dass es noch in 100 Jahren Bücher gibt. Ich glaube, in 10 Jahren gibt es schon gar keine mehr. Ich lasse mich jetzt schon irgendwie 7 Jahre auslachen über das papierlose Büro. Ja, da gibt es immer noch Internetausdrucker, also die alles ausdrucken.
Verstehen Sie, das Internet ist nicht, das papierlose Büro entsteht nicht dadurch, dass ich alles als PDF auf dem Computer speichern kann. Das Internet entsteht dadurch, dass ich mobiles Internet habe und jetzt auf jeder Parkbank oder hier im Saal normal alles abarbeiten kann. Und irgendwann, wenn Sie überall arbeiten, dann dürfen Sie kein Papier mehr haben. Das geht nicht, das stört dann. Und bei IBM haben wir schon seit 2004 oder sowas, all mobile, sonst wie, und dann ist das Papier verschwunden. Als letztes habe ich, glaube ich, 2007 noch die Gehaltsmitteilung bekommen. Die sind jetzt auch PDF gewesen, die letzten Jahre. Das war's. Ich kriege nur noch Konferenzpost, also komm zu dieser Konferenz und melde dich an und zahl 1000 Euro. Ganz viel, 10 pro Tag. Und es ist nichts Relevantes mehr drin. Also ich gucke nur noch bei der Post, ob 55 das Porto ist oder 1,45, alles andere wird gleich weggeschmissen. Und dann ist es meistens sowieso weg, weil ich praktisch keine Post mehr kriege. Es ist wirklich so. Ja. Niemand will mit Batterietechnologie anfangen, da warten wir dann auf China. Diesen ganzen Online-Handel und die ganzen betriebssystemartigen Sachen werden wir dann in 5 bis 10 Jahren jammern, dass das die Amerikaner gemacht haben. Das ist gemein. Wir wollen eine deutsche Suchmaschine. Dann habe ich jetzt bei der Buchmesse gesagt, ja, mach doch eine deutsche Suchmaschine. Ja, wer soll denn die bezahlen? Ich sage, Google hat mit 5 Leuten angefangen vor 10 Jahren, das könnt ihr doch auch. Ja, und am besten 5 Leute so viel, wer soll die bezahlen oder wie machen wir das und so weiter. Das ist einfach ganz schwierig. Und dann muss man irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr Unternehmergeist haben. Das Problem ist, dass alle diese neuen Dinge, die mit dem Internet der Dinge zu tun haben, zwischen den Industrien ist. Also es ist nicht irgendwie, dass eine Bank dafür zuständig ist, sondern Gasversorger, sondern irgendwie dazwischen. Und das muss irgendwie mal einer machen. Traut sich keiner. Amerikaner sind mehr so... Die haben mehr Lust dazu. Das liegt, glaube ich, an diesen Kopfnoten in der Schule. Fleiß, Mitarbeit und Zuverlässigkeit und Ordnung. Bei Amerikanern steht da, hast du was gerissen, so irgendwie, oder bist du Meister geworden. Da stehen bestimmt andere Dinge dabei. Wir müssen den ganzen Staat umbauen. Es gibt immer Forderungen, dass wir ein Internetministerium haben müssen. Das ist ganz doof. Also, ich habe mal den Staat aufgeschrieben, so nach Aristoteles, also können wir ja nachgucken, wie man einen Staat baut oder bei Platon. Da steht drin, du musst einfach die Strukturen nehmen im Staat, die halt da sind, also Handel, Bauern, Krieger, so normal, und die kriegen dann Häuptlinge. Das heißt, der heißt Minister und so ist eine Demokratie aufgebaut. Das haben wir heute noch, also Bergbau, Landwirtschaft und so, und Ernährung, das wechselt immer ein bisschen, aber so im Wesentlichen ist es noch so wie bei Platon, also tiefsinniger ist es nicht geworden. Es gibt noch das Wort, glaube ich, Obolos, oder? Man kriegte damals Geld, wenn man bei den Volksabstimmungen mitgemacht hat, weil bei den Volksabstimmungen keiner teilnahm. Die meisten Leute waren bei der Arbeit und die sind nicht mitgekommen zum Diskutieren, und dann haben die Politiker Arbeitslose geholt. Die hatten Zeit und die haben dann Geld bekommen fürs Abstimmen. Wissen Sie das noch? 2300 Jahre her. Ja, und jetzt sind wir bald auch so weit wieder, dass die normalen Leute arbeiten und irgendwelche Leute diskutieren. Und was man eigentlich machen muss, ist das Internet als Gesellschaftsbetriebssystem unter dem Ministerium. Ich will das nicht lange erklären, das dauert eine ganze Stunde mehr. Das habe ich aber sagen wollen mit dem Immatrikulieren von meinem Sohn am Anfang. Sehen Sie, nur das Immatrikulieren, das geht ins Verkehrsministerium, wenn er sein Ticket da haben muss. Familienministerium ist wieder ein anderes. Also wenn er seine Familienkasse haben will, dann geht es ans Finanzamt und dann ans Gesundheitsbehörden. Und alle diese ganzen Ministerien haben eigene Behörden. Und es ist alles nicht richtig im Sinne des Internet, nicht richtig geordnet. Und deswegen arbeiten die, weil sie immer grenzüberschreitenden Verkehr haben. Das ist einfach furchtbar. Also praktisch, man müsste sowas wie eine, nicht nur Europäische Union haben, sondern eine Ministerunion, also so, dass die sich irgendwie mal auf einigen, was sie da eigentlich tun sollen. Und dann muss man im Grunde alles einmal umbauen. Geht das weiter? Ich will nicht. Ist wie bei mir zu Hause mit dem Handy. Muss an eine bestimmte Stelle gehen. Ich möchte ein paar ätzende Bemerkungen machen für Berufe. Das diskutieren wir gerade, oder ich jetzt im Internet mit Vorzugsweise,
mit großer Leidenschaft. Ich sage nicht, was ich jetzt sagen will, ich sage nicht, dass ich das will, ich sage nur, dass es so kommt. Verstehen Sie, es gibt immer einen Unterschied, ob man für etwas plädiert, das ist mehr das, was ich am Ende sage. Ich sage nur, wie es kommt. Sie können sich, verstehen Sie, im Internet gibt es immer Anwürfe, dass Gunter Dück irgendwie elitär gestimmt ist und irgendwie komische Stimmung macht. Das meine ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich das will, sondern dass es nur so kommt. Und es kommt jetzt so, dass das normale Wissen im Internet ist. Und ich stelle fest, dass hauptsächlich ganz viele von den Berufen, auch jetzt sagen wir bei Names, Domain-Server, vor 20 Jahren hätte einer noch geguckt, ob diese Domain frei ist. Das ist jetzt im Internet. Der Computer weiß das selbst. Wenn ich frage, ist das Kfz-Zeichen GD 500 noch frei, dann sagt er ja oder nein. Das kann ich als Bürger selber im Internet feststellen. Ich kann ganz vieles im Internet feststellen. Und das Wissen ist jetzt hauptsächlich im Internet. Ich weiß, dass ganz viele weltanschauliche Bemerkungen auf mich rübertröpfeln. Du, es gibt auch Erfahrung, weiß ich. Ich will nur feststellen, das Internet ist jetzt, das Wissen ist jetzt da. So. Und wir durch dieses Wissen, weil das immer da ist, können wir viele Arbeiten normal machen, wo wir früher irgendwo sehr viel Geld bezahlt haben. Wir sind früher zum Rechtsanwalt gegangen, um irgendwie den Buchclub zu kündigen oder eine Kreditkarte, weil wir Angst hatten. Das steht heute im Internet. Lade dieses down, schick es hin, warte auf die zweite Mahnung, dann geben Sie auf. Fertig. Ja? Wenn Sie ein Patent anmelden wollen, das war früher eine ganz groß schwierige Sache. Was machen Sie vor 20 Jahren, wenn Sie ein Patent anmelden? Dann müssen Sie zum Patentanwalt gehen. Erstmal Geld einzahlen und so weiter. Heute gucken Sie im Internet nach, wie will ich, können downloaden, das Formular ausfüllen, abschicken, fertig. Gehen Sie zum Reisebüro. Im Reisebüro gibt es fast nichts mehr, was die wissen könnten, was ich vorher nicht im Prinzip auch weiß. Also nicht wirklich. Wir haben jetzt mal einen Test gemacht, also wo wir einen ganz schwierigen Fall hatten. So eine ganze Familie über Weihnachten wegfahren. Da hat dann die Frau im Reisebüro entnervt gesagt, hören Sie, mehr als surfen kann ich nicht. Dann sage ich, aber das haben wir schon gemacht. Dann sage ich, ja, was sollen wir denn noch machen? Ich dachte, Sie wüssten noch was. Also über das Internet raus. Nein, sie kommt einer mit einer Frage und beantwortet sie die mit dem Internet. Sagt, das können wir selber. Das haben wir auch schon gemacht. Aber für 14 Personen über Weihnachten funktioniert das nicht. Ja? Und dann gibt es so Ärgerlichkeiten, die zu Hause noch okay sind, aber im Reisebüro nicht. Ich gehe rein und sage, ich möchte 14 Leute in die Alpen. Dann sagt sie, welches Land bitte genau? Dann sage ich, Alpen, ist doch genug. Ja, die Maske verlangt ein Land. Und dann müssen wir jetzt alle durchgehen. Also fangen wir mal an mit Liechtenstein und Schweiz und Italien und Frankreich und machen das zigmal. Das kann man zu Hause ertragen, aber wenn man so zum Beruf geht, eigentlich nicht mehr. Wenn Sie zum Arzt gehen, wissen Sie ganz genau, was Sie haben, oder? Also ein normal gebildeter Mensch hier, so wie im Raum, bringt doch 5 Therapievorschläge schon mit, wenn er zum Arzt geht. Und dann sagt sie, pass auf, ich habe das und das, das habe ich eruiert und ich möchte diese Behandlung, die Therapie 3, 4, 5 und welche davon empfehlen Sie mir und was kostet das? Und dann sagt er, ja, pass auf, ich habe keine Ahnung von der Krankheit, wir machen erstmal ein Blutbild. Und dann kommen Sie noch 3-mal wieder, dann weiß ich ungefähr beim 4. Besuch, was Sie ungefähr haben. Das ist das, was ich im Internet schon rausgekriegt habe. Und dann machen sie langsam nicht mehr mit und sagen, dass das, verstehen Sie, sie haben so das Innengefühl, die Leute sind relativ dümmer geworden. Sie gehen zur Bank und fragen, was macht die Aktie Great Eastern Energy in Indien? Sagt er, das weiß er nicht. Da kann ich mal surfen. Dann sage ich, ja, das habe ich schon. Dann sage ich, eine schwierigere Frage, wie geht denn der indische Markt insgesamt? Dann sagt er, komm, lass das, kauf lieber Decker Immobilienfonds. Ja? Sie gehen zum Versicherungsvertreter und fragen, was ist der Unterschied zwischen einer Premium, Platin, sonst was oder Basic, Hausratversicherung?
Dann sagt er, ja, bei Platin ist mehr drin. Das wird gerne genommen. Da kannst du nichts falsch machen. Das habe ich hier allen auf der Straße schon aufgeschwatzt und keiner hat sich hinterher beklagt und so weiter. Und verstehen Sie? Dann sage ich, aber bitte, was ist der Unterschied? Dann sage ich, ja, komm, dann muss ich einen neuen Versuch, also dann muss ich mich erst schlau machen und so geht das alles los. Und dann sehen Sie, dass folgende Frage rauskommt, die steht auf der Folie, in Ihrem Beruf, das ist eine Frage an Sie, wissen Sie noch mehr als ein frisch Gesurfter? Also Sie haben einen Beruf und sollen irgendwas sagen. Und einer hat schon sich 2 Stunden im Internet echt Mühe gemacht, das rauszukriegen. Und dann kommt er und sagt, ich habe alles rausgekriegt, bis auf die letzten 2% und die will ich von Ihnen. Und können Sie das dann noch sagen? Und fangen Sie nicht auch wieder an, 2 Stunden zu surfen? Dann sagt er, doof. Zu Ihnen. Verstehen Sie, das ist das Problem. Und das macht gerade das Internet. Und was ich sagen will, ist, es gibt jetzt eine Zweiteilung in verschiedene Berufe. Und zwar, die einen wissen nur genau das, was im Internet ist. Die gehen langsam ab und werden automatisiert oder werden Zeitarbeitskräfte, Freelancer oder sonst was. Die Banken machen schon Zeitarbeitskräfte für die Leute und stellen die dann irgendwie ein. Die Versicherungsagenten sind auch nur noch so irgendwie geleast. Die gehen alle in den Niedriglohnjob. Wenn sie das nicht wirklich wissen, was Platin und Gold oder so ist, sind sie quasi durch das Internet ersetzt und gehen in den Niedriglohnjob. Wenn diese Entwicklung abgeschlossen ist, bleibt nur noch die Mistarbeit über. Also die richtig schwierigen Fragen, die man mit Internet nicht lösen kann. Das sind meinetwegen Sie. Dann haben Sie aber ein Berufsbild, wo Sie nur noch Mist, Sonderfälle, Exceptions, Prozessüberschreitungen, Sie sind praktisch so wie ein Richter, der jeden einzelnen Fall neu machen muss. Mit 15 Mal anrufen, 5 Meetings machen, Leute in ein Boot holen, Energie auf die Straße bringen und so weiter. Verstehen Sie? Und dann müssen Sie hochprofessional sein. Wir brauchen einen ganz ungeahnt höheren Level von Professionalität. Also es gibt diese Schere, sehen Sie, Statistik auch schon seit 100 Jahren, also irgendwie seit 15, sagen wir mal. Jede Statistik sagt, dass der Niedriglohnsektor immer zunimmt, die Arbeitsplätze nehmen zu und im Hochprofessional-Bereich kriegen wir keine Arbeitsplätze, weil die Leute das nicht bringen. Weil sie irgendwie sagen, was muss ich hier tun? Nix, was muss ich hier tun? Regel den Mist, sagt dann der Manager. Und dafür brauchen wir Professionals. Und wie gesagt, das führt zu einer ganz neuen Gesellschaft, also das Internet an dieser Stelle. Also dass wir entweder hochprofessionell sind oder Hilfsarbeiter werden. Nehmen Sie es so hin. Ich habe nicht gesagt, dass ich das will. Ich habe gesagt, dass es aus normal logischen Gründen so kommt. Und ohne Wiederkehr. Früher musste ein Briefträger wissen, dass da einer oben im Oberboden zur Miete wohnt und dass man das da hinten um in den Briefkasten stecken muss. Heute hat er das in seinem TomTom dabei. Adresse, steck es da rein. Der Computer macht das alles für uns. Taxifahrer muss auch nichts mehr wissen. Einfach TomTom anstellen und los. Und das passiert in Ihrem Beruf auch. Das ist das Problem und wir müssen uns alle warm anziehen. So Leute wie ich, die können in Pension gehen. Also dann können wir sagen, wer jetzt 55 ist hier im Raum, der sagt, das betrifft mich nicht mehr, aber die restlichen packt's. Okay? Was wir jetzt machen müssen, ist die ganze professionelle Erziehung neu machen. Verstehen Sie, wir können nicht weitermachen und Diener ausbilden, die einfach brav so wie Briefausträger das machen. Oder das geht einfach nicht mehr. Müssen wir doch den Anteil der Professionals irgendwie höher kriegen. Ich weiß nicht, gibt es gar keine Pläne. Also praktisch, was eigentlich gemacht wird, ist, dass man das Abitur von 13 Jahren auf 12 Jahre komprimiert hat, dass man nur noch Zeit hat, sich Wissen in den Kopf zu hauen, was im Internet schon ist. Was man eigentlich machen müsste, man müsste das ganze Internetzeugs als YouTube-Video zu Hause gucken und dann bespricht man das und fängt man in der Schule mal wieder an zu diskutieren, wie bei mir in den 68er Jahren. Das wäre ganz gut, dass man sozusagen das Kreative und Schöne und so weiter mal wieder in der Schule behandelt und nicht nur Wissen in den Kopf kloppt, das Wissen muss man nicht mehr haben, das hat TomTom. Wir müssen mit dem Wissen umgehen können und so weiter. Das lernen wir gar nicht. Und das Studium ist auch so kleiner gemacht worden. Also früher hatte man Durchschnittsstudienzahl 14 Semester. Als ich studiert habe, war 14 Semester normal.
dann fand man also unter, ach, wenn man nicht in 10 Semestern fertig ist, dann ist man für die Arbeit einfach schlecht. Man muss schnell studieren, jetzt hat man sogar einen Bachelor, jetzt muss man in 6 Semester statt 14 damals studieren. Keine Persönlichkeitsentwicklung, keine Professionalisierung, einfach so, zack, einfach das Wissen rein mit Credit Points, fertig, ist das TomTom. Und dann kommen Sie in den... Ja, und dann kommen sie in den Beruf und dann sagen, jetzt musst du aber managen, kreativ sein, mit Leuten klarkommen, mit verschiedenen Organisationen, in verschiedenen Sprachen sprechen, in verschiedene Länder reingehen, Kulturen, und dann sagen, ja, komm, sei nicht so vage, sag mir, was ich tun soll. Und sagen, pass mal auf, das musst du selber jetzt entscheiden. Sag ich, nee, ich habe noch nie was selber entschieden. Ich war in der Schule und habe meine 12 Jahre gemacht. Und meine Credit Points, die 180, habe ich auch zusammengekriegt. Und jetzt muss mir jetzt einer sagen, was ich zu tun hatte. Ich bin jetzt 26 und bin eifrig zu arbeiten. Und was soll ich tun? Und dann sagt man den Menschen, hey, du bist jetzt Manager. Ja. Okay. ich muss doch hier hin, in die Mitte geht das besser. Ja, ich höre mal auf, damit wir ein bisschen Zeit einholen. Oder? Ist schon okay, also wir haben noch ein bisschen Luft, so ist es nicht. Es gibt eine schöne Theorie, also wenn Sie mir den Gefallen tun, gucken Sie einfach bei McGregor, X-Mensch oder so, einfach mal nach. Das ist so eine alte Theorie, die finde ich ganz schön. Also die ist völlig veraltet natürlich, es gibt auch viel feinsinnigere dazu. Und er hat gesagt, dass es 2 Menschenbilder gibt, die stehen da, ungefähr skizziert. Also Menschenbild X, das heißt bei McGregor Theory X, das sind so Leute, die brav sind, Sklaven, wie in Sklaven aufgezogen, kriegen die Peitsche und müssen so am Akkord, am Fließband arbeiten. Immer, das ist so wie bei Charlie Chaplin, moderne Zeiten. Ja, so wie Leute, so wie ein Uhrwerk funktionieren müssen, im Discounthandel dann, öffnet Kasse 3 für Sie und dann wieder hin und her schießen und dann ein Regal auffüllen und das Ganze so abarbeiten. So werden viele Industrien heute organisiert. Das sind alle die, was ich gerade gesagt habe, die in den Niedriglohn abwandern. Das sind so, sie kriegen einfach so ein Ding in die Hand, jetzt trag Briefe aus nach 2 Stunden Einlernzeit. Oder jetzt bist du im Callcenter, heute bist du nicht für eine Computergesellschaft, heute machst du Babywindeln. Es ist auch völlig content-free. Ich habe jetzt wieder einen Anruf bekommen. Ihre Versicherung möchte mit Ihnen einen Termin machen. Ich arbeite jetzt manchmal zu Hause. Jetzt kriege ich das völlige Desaster überhaupt mit. Ich war ja sonst gar nicht da. Jetzt, wenn man pensioniert ist, muss man jetzt das auch abarbeiten. Also ich nehme so einen Hörer auf, möchte einen Termin machen. Sage ich, was will der von mir? Das hat er nicht gesagt. Ich soll nur einen Termin machen. Da habe ich gesagt, hören Sie mal, bei mir macht keiner einen Termin, ohne dass er sagt, was er will. Ja, dann, Entschuldigung, ich weiß es nicht. Ich sage, ich weiß, Sie sind im Callcenter. Es hilft nicht, ich weiß es ja alles. Ja, ich habe ja auch solche konstruiert und gebaut. Es gibt Software dafür. Und das sind Leute, die mit 5 Minuten Anlernzeit einfach den Beruf ausüben können. Die sollen nur sagen, ich will einen Termin mit Ihnen vereinbaren, fertig. Ohne Grund, ohne irgendwas. Und das verschwindet im Niedriglohnsektor. Und es gibt ein anderes Menschenbild, das sagt der Mensch, das ist mehr von Maslow-Pyramide, wenn Sie die noch kennen. Die ist ein bisschen wieder verschwunden. Also die ist von so 1970 rum gehypt worden, als wir die Wohlstandsgesellschaft hatten und die soziale Marktwirtschaft, als wir an den Menschen geglaubt haben und so. Ja, gab es noch. Also ohne Burnout gab es damals überhaupt nicht. Also das Wort, weiß nicht, nicht mal die Vorstellung, dass einer einen Burnout hatte, hätte es gegeben. Und da haben wir irgendwie alle nach Selbstverwirklichung gestrebt. Gell? Und aus dieser Zeit gibt es dann diese Theorie Y, dass die Menschen gerne arbeiten und wirksam sein wollen. Und dass sie irgendwas mal geschafft haben wollen und so weiter. So bei IBM, wo ich gearbeitet habe, ist das in großen Teilen ist das so gewesen. Also man muss die Leute nur so behandeln. Also man muss als Manager so gucken, also ich nehme mal an, ich habe Y-Menschen. Ich hatte nicht immer Y-Menschen. Ich habe manchmal ganze Abteilungen übergeben bekommen, da waren dann welche dabei, die waren so, was soll ich jetzt tun? Und dann habe ich ihnen eingeredet, sie sind Y-Menschen und sie wollen wirksam sein. Und dann, also wenn man das so langsam hinkriegt, fangen sie auch richtig so an, selber zu arbeiten. Also von, das geht. Und das verlangt nur eine andere
Führungsmentalität. Das eine ist, X-Menschen werden immer mit der Peitsche draufhauen. Schneller, schneller, billiger, los, 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 ihr seid Faultiere, könnt am Samstag auch mal arbeiten, ich habe euch eine E-Mail geschrieben und so weiter, das kennen Sie alles. Und Y-Menschen müssen Sie sagen, weißt du, du arbeitest hier immer still vor dich hin, es ist okay, aber aus dir könnte was Größeres werden. Das ist eine andere Frage. Verstehen Sie, denn entfalten Sie diesen Menschen langsam, so im Maslow'schen Sinne. Das geht auch. Das verlangt natürlich ein anderes Menschenbild, dass Sie das überhaupt denken über den Menschen. Dann müssen Sie ihn auch ein bisschen nett finden, im Extremfall lieb haben. So, ja, also dann kommen wir sehr auf christliche Werte rüber. Und dann müssen Sie das auch können. Also wenn Sie als Manager immer nur die Peitsche geschwungen haben, das möchte ich mal sehen. Das heißt früher immer so Pressure und das andere heißt Enablement. Und alle Managementkurse sind heute auf Enablement. Also Sie versuchen den Managern beizubringen, sie müssten das jetzt machen. Das können die natürlich gar nicht. Verstehen Sie? Könnte mal einen Versuch machen. Also Felix Magath als Enablement. Verstehen Sie, das geht nicht. Also die haben alle ihren Stil. Gell? Und das geht mal gut und mal nicht. Und da müssen wir umschwenken. Und ich glaube, wenn wir eine Wissenschaft von Professionals haben wollen, also was ich jetzt gesagt habe, also verstehen Sie, wenn wir mehr Leute haben wollen, die richtig gut managen, verkaufen, schreiben, reden, sonst was können, dann müssen wir die wohl wie Y behandeln, auch wenn sie es vielleicht nicht sind. Und sie müssen als Vater oder Großvater oder irgendwas ihre Kinder auch schon so behandeln. Also man kann die nicht immer abwatschen und immer gehorchen und solange du die Füße unter meinen Tisch bringst, musst du gehorchen und so weiter, so lange behandeln und dann irgendwie mit 26, sag mal, jetzt warst du 26 Jahre lang Sklave, jetzt mach mal. Jetzt bist du Projektleiter, das funktioniert so nicht und die müssen wir langsam darauf vorbereiten. Und dann gibt es halt das Problem, dass wenn wir in Deutschland das hinkriegen, dass wir ganz viele Leute bei Hartz IV und den Niedriglohnbereich haben, dann sind ganz viele Eltern überhaupt nicht fähig, sowas wie Enablement mit den Kindern zu machen. Das heißt, ein Großteil der Bevölkerung ist nicht so weit gebildet, dass er überhaupt eine vernünftige Erziehung machen kann. Und dann kriege ich manchmal Briefe, so Leserbriefe, ich kann meinen Kindern nichts mitbringen, ich habe kein Abitur und ich habe nicht studiert und was soll ich meinen armen Kindern jetzt im Leben mitgeben? Und dann habe ich längere E-Mail-Wechsel, versuchen Sie es mit sowas wie Neugier, Initiative, Kreativität leben lassen, einfach die Eigenheiten ein bisschen dran lassen, Herausforderungen stellen, ehrlich sein, nett sein. Man kann schon eine Menge machen, aber das wird heute gar nicht als wert gesehen. Gut, das ist, da müssen wir über das Menschenbild reden. Verstehen Sie, das hatten wir schon mal vor ungefähr 40 Jahren. Vor 40 Jahren bin ich einmal angefallen worden auf dem Göttinger Campus, weil ich ein Handelsblatt unterm Arm hatte. Da haben sie mich gestellt. Und sie haben gesagt, ich kann wählen, ob ich Trotzkist, Maoist, Leninist, Masochist, Also ich soll eine von diesen wählen und das Handelsblatt muss ich öffentlich verbrennen oder so. Da war Profit ein Fremdwort oder so ein Schimpfwort, also der Profit der Industrie, ich war dann Büttel der Industrie oder so, wenn Sie sich noch erinnern, vor 40 Jahren. Und jetzt sagen Sie genau das Gegenteil, verstehen Sie? Und jetzt haben wir das Gegenteil und jetzt muss ich es wieder zurückschwingen. Vielleicht hatten wir damals ein bisschen zu viel Maslow, aber jetzt haben wir zu viel von dem Gegenteil. Das schwingt jetzt eben immer hin und her. Ich sage nicht, dass wir jetzt im schlechten Zeitalter leben, sondern in 20 Jahren werden Sie wahrscheinlich wieder anders denken. Gut, Abspann. Ich habe ein paar Bücher drüber geschrieben, wie immer. Also damit ich dann vernünftig drüber reden kann, schreibe ich lieber erstmal ein Buch drüber. Das ist schon alt, das ist vor 2 Jahren, das ist jetzt alles schon so gekommen. Und das ist das sozusagen das Aktuelle, wo ich mal so eine Strafpredigt gehalten habe, was ein normaler Mensch eigentlich können müsste. Und zwar, dass er so eine Art Intelligenz des Gelingens oder des Zustandekommenlassens entwickeln müsste. Das wäre ganz schick. Ja? Ich habe 10 Stück da, sonst habe ich Flugübergewicht. Wenn jemand 20 Euro dabei hat, kann er mit Auto kommen. Dankeschön.